Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und da steht unser Alex, der hatte im letzten Part einen Arbeitskollegen mitgebracht und war mit dem eigentlich, ja, sich am Unterhalten und Spaß haben. Und da meinte dieser gute Mensch, ey du, ich kenne da jemand, das ist er übrigens hier, der Kevin, ich kenne da jemand, der würde gut zu dir passen, soll ich dir gerade mal ein Blind Date verschaffen? Und naja, wie wir halt so sind mit Alex, ne, als Romantik-Sim, der sagt natürlich Ja und Amen. Und dann kommt die, wie heißt sie, Mona runtergeplumpst, eine etwas ältere Dame in einem Outfit von einem Kindermädchen. Ja, und eigentlich wollte ich das Ganze erst abbrechen, weil ich dachte, jetzt schon wieder so eine alte Dame. Ich dachte im ersten Moment, es wäre die Nerissa Preetz, als sie runtergekracht kam. Dann habe ich es aber laufen lassen und die hatten ein traumhaftes Date, hatten Techtelmechtel im Whirlpool und alles. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und sie ist, als weil sie in dem Outfit halt auch war, als Kindermädchen unter den Service-Sims und zählt vielleicht schon. Dann hätten wir schon mal eine gehabt. Das wäre ja nicht verkehrt, ne? Eine ältere Dame hat ihn bestimmt auch beglückt. Keine Ahnung. Und jetzt will er erstmal was trinken. So, was war sonst noch los? Unsere liebe Samira. Ich mach mal mach mal an. Die hat im letzten Part die Samantha noch da gehabt, hat mit der noch ein bisschen gequatscht und so, wollte mit ihr auch noch Bowling spielen, das hat nicht so ganz geklappt. Ja, und dann habe ich sie, während Alex da mit der Mona beschäftigt war, hier mit ihrem Fernseher noch ein bisschen über Werwölfe was gucken lassen. Dann hat sie hier mit dem Spionteil bis sie die Nachbarn belauscht und hat Finanztipps abgestaubt und rausgekriegt, wo die Leute ihr Bargeld versteckeln und hat ein bisschen Geld eingeheimst. Ja, das ist das Letzte, habe ich mitgekriegt, waren so um die 90 Simoleons. Ja, Anna ist müde geworden und die habe ich jetzt zu Gerd ins Bett verfrachtet und Pollux spielt hier, ja, sein Zeug. Und ja, hat so seinen Spaß. Ja, und möchte was? Saft pressen. Oh Gott, was willst du denn? Achso, Entschuldigung, du verwandelst dich gerade zurück. Ja. Kannst du zufällig schlafen? Nee, kannst du nicht. Wie wär's? Oh, ich dachte eben schon, Abo wäre weg. Ich habe ihn eben nicht direkt gesehen und dachte, oh, jetzt ist er weg. Nee, da ist er und versucht immer noch an der Scheibe hochzukommen und wegzulaufen. Mhm. Ja, so lange hast du ihn schon, seit du in die Schule gegangen bist. So, und vielleicht dann auch ein bisschen beobachten. Und dann kannst du mit ihm spielen. Und dann kannst du hier benutzen und duschen kannst du dich auch. Und wenn du dann müde genug bist, kannst du dich auch nochmal... Wissen wir doch nicht. So, du bist hier. Sie liest übrigens gerade die Inselgeschichten, Inselromantik von ihrer Mutter. Wer sich noch an diesen Roman erinnern kann. So, Mama ist aufgewacht. Mama muss heute arbeiten, ne? Du musst los, oder? Um 10 Uhr wirst du geholt. Jawohl. Ihr fehlt halt noch ein Logikpunkt. Das kriegen wir hin. Wir haben auch den Wunsch, das zu maximieren. Also alles gar kein Ding. Geh mal bitte duschen. So, und du möchtest eine, du möchtest wieder eine Wette abschließen, ja. Warte mal, musst du heute arbeiten? Ja, du musst auch, aber erst um 15 Uhr. Hm. Mit wem kannst du... Ach komm, dann geh doch mal zu deiner Tochter, rede mal mit ihr ein bisschen. Mama, ui, du bist aber früh wach, wie geht's denn so? Und überhaupt, und... Vielleicht können wir auch mal über Film und Literatur quatschen. Ja, auch mal eine Idee, oder? Ja, komm, beweg dich mal. Ja. Und sie hört... Ah, da hat sie gerade gelesen, wie sie entstanden ist. Haha, habt ihr das Schwangerschaftszeichen gesehen? Mhm. Ja, ja. Genau, leg mal weg, dein Papa will was von dir. So ist das, genau. Und wir gucken, hier wird noch Happo geknutscht. Ich weiß nicht, was immer aussieht wie Cornflakes, wenn man es bewegt. Warum das so ist, keine Ahnung. Friss es aber bitte nicht, ja? Gott, es kriegt ein Schleudertrauma. Das Happo kriegt ein Schleudertrauma. Leute, ehrlich. So, ihr seid da noch am Quatschen. Jawoll. Du musst gleich in die Schule, meine Süße. Und du hast Hunger.
Das Problem ist, du kriegst zwar in der Schule was zu essen, aber ich weiß halt nicht. Quatsch dir noch eine Weile? Warte, lass mich kurz gucken. Ja, nee, du guckst jetzt nicht Fernsehen. Was willst du denn da? Gratuliert bekommen. Ja, kriegt gratuliert und dann solltest du auch was essen? Nee, war das nicht? Warte mal. Wen habe ich denn da eben rumlaufen sehen? Ach, du bist das. Warum sitzt du denn da? Interessant. Wie wär's, wenn du jetzt mal nach oben gehst und was isst? Haben wir noch irgendwo Frühstück? Gucke mal nach. So. Hast eine schöne Party gemacht? Ja. Okay. Ja, wo die Mama schon da steht, ne? Wir haben überhaupt nichts Frühstückstechnisches. Ach komm. Warte mal kurz. Moment, Augenblick. Das geht nicht. Du musst Frühstück vorbereiten. Mach mal Frühstück servieren. Pfannkuchen, bitte. So. Und die Mama, die steht hier und sieht ihre Tochter mal wieder am frühen Morgen, ne? Es geht so nicht. Kind, du musst lernen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man was lernt. So, ne? Denk dran, Hausaufgaben liegen hier. Ich weiß, der Typ hat dich gebissen und alles, aber das ist nicht gut. Du musst überlegen, wie du das in den Griff kriegst. Du kannst ja gar nicht mehr gescheit am Leben teilnehmen. Deine Freunde sind alle tagsüber unterwegs. Und du kannst nur nachts, ja, nachts ist gut für die Sterne zum Gucken. Das war's dann aber auch schon, ne? Also sieh zu, dass du da irgendwas dran änderst, meine Liebe. Ich hab dich lieb und alles, aber ja. So, dann geh mal. Genau. Und Anna, nee, 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 Anna nicht. Hier Tai Chi, nix da. Ach, Anna, ehrlich. Geh und zieh dich richtig an. So. Und was ist mit dir? Du wolltest, ja, mit jemandem tanzen. Was willst du gratulieren? Janni, wir gratulieren jetzt nicht. Das Kind muss in die Schule. Was können wir denn mal machen? Was können wir denn mal machen, Mensch? Du machst mich kirre. Ich weiß nicht. Du wolltest blocken. Genau. Aber nee, du musst noch ein bisschen üben hier. Komm, dann üb dich noch. Üb noch mal ein bisschen für dein später und so. So, ich bleib hier auf unserer guten, damit die nicht. Ich hoffe mal, Alex kriegt das hin. Ja, Alex hat die Pfannkuchen gemacht, ohne sich zu verbrutzeln. So, du musst halt in der Schule essen. Es tut mir jetzt leid, aber hat mit dem Frühstücken nicht mehr so ganz geklappt. So, Anna hat aber Hunger und kommt zum Essen. Das ist gut. Vielleicht kommt Gerd auch und was zu essen. Ah, nee, der isst später. Okay. Wie sieht's bei Pollux aus? Der hat auch keinen Hunger. Was macht denn Pollux gerade? Pollux, wo bist du? Ach, da. Ja, dich wollte ich ja nochmal ins Bett legen. Genau, geh nochmal schlafen. Schlaf, schlaf. Da. Na. So, und ihr zwei könnt mal ein bisschen fachsimpeln. Was war denn das für eine Dame da gestern? Wieso warst du schon wieder. Ich habe gehört, du hast den Whirlpool wieder unsicher gemacht. Ja, also der Typ, den ich da kennengelernt habe, ne, der bei mir arbeitet, der hat mir das Date verschafft, ja. Ja, dauert ja nicht mehr lang, dann sind wir auch so alt, ne? Also so viel älter als ich war die ja gar nicht. Ja, fast, als hätte man einen Film gesehen. So eine Schnulzenromantik. Oh, fein, wir haben den Gärtner hier, ist ja geil. So, Anna muss los, kann das sein? Jo, Anna muss los. Okay, tschüss Anna, viel Spaß auf Arbeit. Das hast du gut gemacht. Ja, du kannst auch aufhören zu essen. Ja, gut, okay. Dann bitte Reste weglegen. Reste weglegen, Reste weglegen, Reste weglegen. Und, war nicht noch wo was da? Und Reste weglegen. Und dann musst du erstmal auf Toilette. Oh Gott, abziehen, säubern und benutzen. Und wir gucken mal, was der gute Gärtner hier treibt. Oder auch nicht. Moment. Wo ist ein Pollux? Pollux habe ich doch vorhin. Ach, den habe ich ja jetzt zum Schlafen hingelegt. Okay, dann muss Gerd dran glauben und muss da ans Telefon gehen. Hier, heb mal ab. Geh mal gucken, wer da was will.
Und wo ist der Gärtner? Was macht der Gärtner? Ach, der macht wieder die Hecke. Ja, okay. Die ist nicht so wichtig. Kümmere dich doch mal lieber um die anderen Sachen. Ah, es ist grauenhaft. Der Mann weiß einfach nicht, was er tun soll. Dem kann man keinen Arbeitsauftrag geben. Oh, Lena ruft an. Samantha, Samira ist in der Schule. Lena, was willst du um die Uhrzeiten? Es ist 10 Uhr. Habt ihr gerade Pause oder was? Oh, sie ruft für Gerd an. Ich glaube, es hackt. Okay, ja, warum nicht? Nee. Alles klar. Na gut. Soll mir recht sein, dann quatsch mit Lena. In ihrer Pause hat sie scheinbar nichts Besseres zu tun, als dich anzurufen. So, warte kurz. Ich sehe, da kommt Samira. Nicht Samira, Samantha. Ich bring schon alle durcheinander. Wo ist sie denn? Da hinten ist sie. Da ist sie. Oh, Samantha. Mit dir müsste ich dann mal reden, irgendwie. Und aber erst muss der gute Mann aufs Klo. Es geht nicht. Der muss erstmal Pipi und dann. Ja. Oliver. Wer steht denn hier? Alfred Bachon. Bachon. Ja, den kenne ich irgendwoher. Habe ich schon mal was von gehört. So, du könntest. Ach, guck dir mal, wir haben einen Postboten. Das heißt, der ist nicht weiblich. Das ist Harry Joe. Der passt schon mal nicht in meine Auswahl der Service Sims. Also, Postbote fällt aus. Gärtner fällt aus. Wir haben hier noch unsere Samantha. Kindermädchen haben wir hoffentlich vernascht. ja, dann, wer bleibt denn da noch? Wer bringt denn immer die Zeitung? Ich kriege das irgendwie gar nicht mehr mit. Wer immer die Zeitung hinters Haus schmeißt oder wohin auch immer. So. Ich suche Samantha, unsere Putzdame. Wo ist sie denn? Wahrscheinlich irgendwo, wo Betten sind, die sie machen kann. Hier scheint sie gerade nicht zu sein. Doch, da hinten ist sie. Kann man die nicht auch mal herbeirufen? Das wär's doch mal. Nein, das geht nicht. Man kann sie nicht herbeirufen. Komm, geh mal hin. Plauder mal mit ihr. Du musst ihr jetzt halt quer durchs ganze Haus folgen. Ist nun mal so, ne? So. Und du bist am Duschen. Ja, genau. Und dann hast du auch Hunger und möchtest was essen. Okay. Kannst du dir dann... hallo? Rest eben. So. Bis dahin gehen wir aber hier hin. Ah! Sehr fein, sehr fein. Hallo. Flirten. Trinkgeld geben. ja, nimm dir mal hier so einen Teller da. Ich glaube, Trinkgeld geben wollten wir noch, ne? Ja, nicht, dass ich jetzt doppelt Trinkgeld gebe. Ja. Ah ja. Hatten wir Samantha schon klar gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wir hatten, glaube ich, Voodoo auf sie angewendet, ne? Aber so richtig klar gemacht haben wir sie, glaube ich, noch nicht. Müssen wir mal gucken. Ah ja. Also sie schwebt da. Warte mal, bleib doch mal stehen, gute Frau. Jetzt lauf halt mal ein bisschen schneller, du Transuse. Nein, da muss er diesen Supergang auflegen. Und weg ist sie. Ja, und da. Weg ist sie. Du bist zu langsam, Junge. So, hier komm mal hier hin jetzt. Lauf mal hierher. Hopp. Und dann Trinkgeld geben 100. Sulsul. Oh Gott. Amdua. Junge, du bist zu langsam. Wir laufen. So, warte mal. Warum? Was macht Pollux eigentlich hier? Oh, und der Gärtner geht schon wieder. Okay. Ah, warte, halt. Für mich, wow, das bist eine Wucht. Ja, du auch. Hatte ich jetzt mit ihr umgarnt? Warte mal. Hatte ich? Nee, ich hab nicht, oder? Oder hatte ich? Ich weiß es nicht mehr. Gib's doch nochmal her.
Komm noch mal her. Jetzt rennst du wieder weg. Bleibst du mal da, du? Ah, ich laufe hier immer so schön vor. Sag mal, hatte ich dir nicht gesagt, du sollst was essen? Er ist doch gar nicht so hungrig. Sagt mir doch mal einer, warum ich neuerdings immer so komische Zeichen über dem Kopf habe, wenn sie eigentlich gar nicht zutreffen. Aber, naja, gut, dann geh und ess halt auch noch mal. Ehrlich, ihr seid kompliziert. Hier, Reste nehmen. Du kannst auch irgendwas trinken. Du kannst dir meinetwegen mal irgendeinen Saft machen. Füllen. Nee, nimm dir lieber Reste. So, was machst denn du gerade? Du willst wieder Klavier spielen. Ja, wie immer. Ist okay, geh Klavier spielen. Ich bin gerade hier beschäftigt. Wobei, er müsste sich auch mal wieder um seine ganzen Leute kümmern und so. Ah, können wir nicht mit dir irgendwie was machen? Ah. Reden, abhängen. Ah, jetzt rennt er wieder dahin. Okay, er läuft ihr hinterher, wie so ein kleines Hündchen, Leute, ne? Samira ist sehr schlecht in der Schule. Autsch. Da kam die Meldung. Samira ist sehr schlecht in der Schule. Apropos, ich habe mir schreiben lassen von einem von euch. Weg ist er. Gut, okay. Er mag heute nicht mehr hinter ihr herrennen, habe ich das Gefühl. So, was wollte ich denn eben sagen? Ich habe mir schreiben lassen, dass wohl hier in dem PC-Sims-Spiel nichts passiert, wenn man als Teenager schlecht in der Schule ist. Also so von wegen, wo ich immer Angst habe, Sozialarbeiter kommen, holt dich. Weil ich glaube, mich zu erinnern, also ich möchte es jetzt nicht festlegen, wobei, nee, das geht gar nicht, oder? Moment, ich muss überlegen. Der Punkt war auf der PlayStation, wo ich ganz früher zuerst halt Sims gespielt habe. Da gab es natürlich in dem Sinn keine Alterung. Da hatte man Kinder und Erwachsene. Teenager und sowas gab es, glaube ich, gar nicht. Und da war es halt so, wenn die Kinder schlecht in der Schule waren, dann sind die abgeholt worden, sind auf die Militärschule gekommen und waren weg. Also so wie wenn hier der Sozialarbeiter kommt. Deswegen denke ich halt immer, das würde vielleicht dann hier zwar, ja, dass sie dann woanders hinkommen, aber angeblich passiert hier ja nichts. Also lassen wir es einfach mal so. So, du siehst ganz glücklich und zufrieden aus. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Deine Fahrgemeinschaft kommt gleich. Ach, weißt du was? Dann mal doch noch ein bisschen. Komm. Bevor mir jetzt gerade gar nichts mehr einfällt. Eigentlich dachte ich, du kannst noch ein bisschen mit Samantha rummachen. Vielleicht fragt sie ja, ob wir zusammen abhängen, bevor sie geht. Oh, unsere Samira ist zu Hause. Ja, fein. Oh Gott, sie kokelt wieder. Und guckt euch diesen Haufen Hausaufgaben an. Na, da hast du aber was zu tun, meine Süße. 4 plus, so schlecht bist du doch gar nicht. Ach Gott, sehr schlecht würde ich echt sagen. Das sehr schlecht heißt, aber dann bist du echt auf einer 6. Oder mindestens auf einer 5. 4 ist doch noch voll in Ordnung. Ich bin gemein, ich weiß. So, da alles andere, bevor du nicht geschlafen hast, eh nichts bringt, gehst du direkt in dein Schlafsack hier. Warte mal, können wir dir wenigstens noch das wollte ich doch, ja, ich würde gerne mal Akne-Creme verwenden. Und dann gehst du nach unten. So. Schlafen. Ich will aber mal was testen, weil bei ihr habe ich, glaube ich, noch gar nicht drauf geachtet. Geh doch mal bitte an den Spiegel. Tü-tü-tü-tü. Ja, wir haben nämlich gar kein Spiegelbild. Aber die Akne-Creme sieht man. Tü-tü-tü. Fand ich irgendwie witzig. Ja, sie ist ein echter Vampir. Und Papa macht wieder Musik. Ja. Sag, du musst auch bald los, ne? Ja, fein. Schön gemacht. So, dann geh doch mal bitte hier hin und wasch dir die Finger noch. Und dann müsste deine Fahrgemeinschaft auch gleich kommen. Gut. Pollux hat Begeisterung für Fitness. Was treibt der denn schon wieder? Pollux? Ah, hier. Entschuldigung. Okay, Pollux und Fitness, ja von mir aus. Was willst du da machen? Ach, schon wieder ein Bass kaufen. Nee, ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Wann musst du los? Musst du jetzt? 17 Uhr erst. Ja, noch später. Was kannst denn du mal machen, Mensch? Wie sieht's denn mit den Bäumchen aus? Oh Gott. Irgendwie kümmert sich der Herr von. Und zu auch nicht richtig drum. Zu dem Baum geht's gut.
Hier ist nichts mehr. Wir haben nur noch ein Gemüse. Ich fasse es nicht. Red mal mit dem Gemüse. Mit dem Baum musst du auch reden. Oh Gott. Ich sag's ja, macht nicht viel Sinn, den Gärtner zu engagieren, wenn man sich dann doch mehr oder weniger wieder selbst um alles kümmern muss, ne? Ja. So, du gehst bitte arbeiten. Tschüss. Sei so gut. Du musst arbeiten. Jetzt ist Sament. Ah. Oh, guck dir mal, wie unser Gerd aussieht. Schick ist er. Was bist du denn gerade? Stepptänzer. Fein, fein. Oh Mann, mich beißt's im Hals. Susu. Gott, bist du hübsch. Gala. Warte doch mal, ich will dich mal genauer betrachten. Wow, irgendwie siehst du richtig nobel aus. Guckt mal da. Oh, schick. So könnte auf eine Hochzeit gehen. Ja. Fein, fein. Muss mal was trinken. Aha. Tütüt. Ich hoffe, jetzt ist es wieder besser. Gut, ihr zwei seid auch weg. Sie liegt im Sarg, das ist gut. Ja, brav so. Pollux ist der Einzige, der noch da ist. Gut. Im, ja, Schlafanzug von mir aus. Gut. Deine Fragemeinschaft fährt dann auch gleich. Okay. Samantha ist jetzt noch da und ärgert sich wahrscheinlich, weil Alex nicht mehr da ist. Apropos, ich sehe da gerade was. Haben wir eigentlich wieder für das Date? Wahrscheinlich, ja. Da muss ich beim Alex dann dran denken, dass der guckt. Es dürfte sein Blumensträußchen sein. So, wie viel Uhr ist denn überhaupt? Ich bin so daneben, Leute. Ja, gut. Das heißt, wir können den Part jetzt erstmal beenden. Da ist jetzt mal nicht so viel passiert. Aber macht ja nichts. Wo ist Pollux? Pollux, ich such dich. Ja, genau. Erzähl dem Baum, der weiß nicht was, ne? Gut, okay. Das heißt, wir machen jetzt hier den Break. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Und wir gucken im nächsten Part, wie es hier mit der Familie weitergeht. Wir nähern uns dem Wochenende und das heißt für Samira bald ein Ende ihres Vampir-Daseins. Ich muss mal gucken, wie ich das noch mache und wer da wie interveniert. Noch hat sie leider selber nicht den Wunsch, das aufzugeben. Darauf hatte ich irgendwie gehofft. Aber na gut, wird schon noch, ne? Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.